Willkommen zu Roxanne auf dem Weg zum Reitpferd nach den Grundlagen des HJN-Reiten, Teil 1. Roxanne ist eine vierjährige, dressurgezogene Stute, die jetzt hier im Offenstall des HJN-Seminar- und Ausbildungszentrums lebt und von Hans-Jürgen Neuhauser ausgebildet wird. Man kann schön sehen, wie bewegungsfreudig die junge Stute ist. Gerade bei solch hochenergetischen Pferden ist es ganz wichtig, ein tragfähiges Vertrauensverhältnis aufzubauen und sie für sich zu gewinnen. Hallo, hallo, hallo. Langsam bitte. Hallo, Roxanne Mäusi. Unser heutiges Thema. Die laterale Biegung, also die seitliche Biegung, erreichen wir hier durch die Arbeit auf dem Zirkel. Die Grundvoraussetzungen vor dem Anreiten. In erster Linie das Vertrauen, hier schön zu sehen beim ersten Mal satteln. Auch wenn die Herde interessiert zuschaut, folgt Roxanne Hans-Jürgen vertrauensvoll. Als zweites benötigen wir die horizontale Biegung, ist gleich der sogenannte positive Spannungsbogen. Dies beinhaltet ein Anheben des Brustkorbes, das Pferd geht bergauf, ein nach oben schwingender Rücken und das Untertreten der Hinterhand unter den Schwerpunkt. Dies stellt die Voraussetzung dar zur Entwicklung der Schub- und Tragkraft und damit zur Förderung der Selbsthaltung des Pferdes. Das ist eine der Grundlagen für eine reelle Versammlungsfähigkeit. Ebenso wichtig ist die laterale Biegung. Das ist das heutige Hauptthema. Die laterale Biegung, erster Teil, erzeugt durch die Arbeit auf dem Zirkel. Wir strukturieren gerne den Raum. Die Strukturierung des Raumes soll auch zeigen, dass das Pferd nicht zufällig irgendwo geht, sondern dass wir in der Lage sind, dem Pferd exakt zu sagen, wo es bitte wie gehen soll. Das Schöne an den Gummibechern ist, dass wenn der Mensch einen Fehler macht, das Pferd den Becher wegkickt und sich dabei nicht wehtut und es damit auch nicht als Strafe empfindet. Der Mensch hingegen muss sich bücken, den Gummibecher wieder an die richtige Stelle positionieren und wie Hans-Jürgen Neuhauser so gerne sagt, nach dem 30. Mal bücken konzentriert sich der Mensch besser. Denn bei HJN-Reiten fungiert das Pferd als Spiegel der eigenen Bewegungen. Somit optimieren wir unsere Bewegungen und korrigieren nicht das Pferd. Es geht um wechselseitige Biegungen. Eine reelle Biegung muss natürlich immer freiwillig sein. Es nützt nichts, wenn ich am Seil, an der Longe, dem Strick oder Kappzaum irgendwie ziehe. Eine physiologisch korrekte Biegung, die dem Pferd auch einen gymnastizierenden Effekt geben soll, muss freiwillig sein. Dafür sollte sich das Pferd von der Nasenspitze bis zur Schweifrübe biegen. Und das bringt dem Pferd nur etwas in der Bewegung. Dabei variieren wir auch immer durch. Hierbei handelt es sich nicht um zirzensische Lektionen, es geht nicht um klassische Konditionierung, sondern darum, dass das Pferd als Spiegel der eigenen Bewegungen fungiert. Dann lassen wir es wieder wechselseitig biegen, Schlangenlinien, immer freiwillig. Und es sollte auch immer ein Vorwärts dabei sein,
Das ist ganz wichtig. Das Pferd soll jederzeit nach vorne gehen können und es wird auch nicht blockiert. Und wenn wir uns nicht mehr konzentrieren können, macht das gar nichts. Dann hören wir einfach auf, loben das Pferd für die tolle Mitarbeit und freuen uns darüber, dass uns das Pferd so ehrlich gespiegelt hat. Denn bei HJN-Reiten geht es nicht um einen Monolog, sondern um einen Dialog mit dem Pferd und um gegenseitig ablaufende Feedback-Prozesse und dies getragen von der Liebe zum Pferd.